Hallöchen zusammen, willkommen im neuen Video von mir. Heute ein ziemlich flottes Video. Ich möchte gerne so ein Gebamselchen machen für meine Klebeflasche, also für mein Art Glitter Glue. Ich habe noch so eine kleine Flasche, da muss ich das auch noch machen, aber ich mache es mal hier für die große. Und da meine Pennade blau ist, dachte ich, fokussiere ich mich mal darauf, auf blau, weil oben auch blau ist. Sonst bin ich mal so rosa unterwegs, aber ja. Heute mal ein bisschen anders. So, ich platziere auf meiner Pennnadel ein wenig Kleber. Dann nehme ich aus einem alten Ohrring, ich habe mir jetzt extra nichts Neues dafür gekauft, den Verschluss hinten, der ist ja auch aus Metall. Der ist jetzt nicht so schön weiß-silber wie die Nadel und der Rest, den ich verwende. Ich bin ja auch eigentlich eher so der Goldtyp. Aber wenn die Pennnadel und die Spitze silber ist, dann mixe ich das ehrlich gesagt nicht so gerne. Genau, ich platziere das dann auf die Pinnnadel, dann habe ich so kleine zwei Löchlein. Wenn ihr Basteldraht habt, könnt ihr auch irgendwie Basteldraht rumwickeln und nur ein Loch machen. Ich habe halt eben gar keinen stabilen Basteldraht und ja, verwende halt eben das, was da ist. Ne? So, trotzdem habe ich ganz schön viel da, wenn ich das gar nicht so oft mache. Ich habe so eine Spaltringe, die ich mir gerade aufmache in der Größe 2, ich glaube, es sind dann 2 mm. Die habe ich mal bei Amazon, glaube ich, bestellt oder AliExpress. Das ist meistens so... Ja, sieht alles irgendwie ziemlich gleich aus. Also bestimmt kann man es bei beiden beziehen. Und dann habe ich mir so ein Kettchen, das habe ich eigentlich schon bei AliExpress, in so Silber zurecht getrimmt und halte das, also hänge es da auf, damit es einen kleinen Höhenunterschied gibt. Ja, und dann habe ich noch schon ein paar Perlen vorbereitet, ein paar Perlenkappen in Blümchenform, dann so eine länglichen Dinger, wo man die Perlen auffädelt. Ja, und sonst Perlen von Action habe ich hier, ne? Diese eine Glasperlen, die blauen da sind von Action. Und diese Perlenbox ist auch von Action. Genau, und dann ja, wird da einfach so alles Mögliche rangemacht. Ich habe noch so ein kleines Herzchen-Charme da mir auf meinem Brettchen bereitgelegt. Das müsste auch ein Mix sein von AliExpress, denke ich mir mal. Genau. Und die silberne Perle, das weiß ich gar nicht. Denn früher mal habe ich viel öfters mal bei so einen Tauschsachen mitgemacht. Und da war manchmal auch sowas mit bei, so ein paar Perlchen oder so. Ja, genau. Deswegen weiß ich nicht, woher die Perle ist. Ich habe auch nur die eine silberne. Genau. Und jetzt benutze ich auch meine Perlen. Oder nicht Perlenzange, sondern ich nenne sie so. So heißt sie ja gar nicht. Sie heißt ja eigentlich One-Step-Looper. Genau. Also mit einem Step kriegen wir so einen Loop hin. Ja. Ist ganz praktisch, wie ich finde. Also ich würde aber sagen, ich glaube, dass 1 mm besser wäre. Ich habe jetzt hier 2,25. Ja, ist halt eben, wie es ist. Genau, und jetzt fädel ich halt eben alles so auf. Ne, drücke es so ein. Und dann entsteht so ein kleines Looplein. Ich mache aber nicht ganz bis zum Schluss. Sondern ich ziehe mir dann lieber nochmal, manchmal, wenn die Lücke zu groß ist, ziehe ich mir das mit der Zange nochmal selbst nach. Oder lasse es so, wie es gerade ist. Weil meine Spaltringe sind auch gar nicht so dünn. Die haben schon relativ gute Qualität, wie ich finde. Die gehen auch relativ schwer auf. Und die sind ja auch ein bisschen dicker. Und dann ist es auch gar nicht so verkehrt, dass meine One-Step-Loop-Zange etwas größere Löchlein macht. Genau, und auch diese Nieten, ich glaube, das nennt man Nieten, die sind auch relativ dick und stabil. Also ich denke, dass das alles relativ gut hält. Nur meinen Schlüsselanhänger traue ich mich dann nicht so richtig ran. Ne? Ich habe auch sehr, sehr viele Schlüssel. Aber wir haben ja irgendwie Keller oben, Keller unten und Achtung, Unteneingang, Obereingang. Und naja, deswegen traue ich mich dann nicht so ran, das zu machen. Aber ja, ich finde es total schön, dass wenn ich jetzt die Pinnadel raushole, dann ist sie total auffällig. Und die Gefahr besteht nicht, dass ich sie verliere. Ich habe zwar mir so eine Ersatzpinnnadeln gekauft bei Kreativbund, weil ich dazu neige, meistens oben die Perle zu verlieren, weil die wahrscheinlich beim Drehen abgeht. Aber ich bin auch immer ganz panisch, wenn ich sie verlege und es nicht finde. Auch wenn ich noch ein paar habe. Aber vorher war die Panik noch viel größer. Ja, und eigentlich ist das auch gar nicht so super spannend hier. Ich dachte, ich nehme es einfach mal mit. Ich habe auch die Geschwindigkeit ein bisschen höher gestellt, damit du dich nicht allzu sehr langweilst. Genau, aber ich bin gerade voll auf den Perlen- und Anhängertrip. Ich habe auch eine Geschenkbox gemacht für eine Arbeitskollegin, die Geburtstag hat. Zufälligerweise musste ich das schon wieder machen. Nein, ist nicht so super schlimm, aber danach muss erstmal Pause sein. Genau, da habe ich auch so ein Gebamsel ran gemacht und ja, ich bin gerade voll so auf Perlen machen. Also es gefällt mir so gut, mit Perlen zu arbeiten. Aber da sind auch die Möglichkeiten so ein bisschen geschränkt, denn
ja, wohin dann damit, ne? Ja, ich habe jetzt für meine Arbeitskarte irgendwie so ein Armband gemacht und für mein Handy habe ich jetzt auch so ein Armband mit Perlen gebastelt. Ja, und das war's dann erstmal. Und jetzt hatte ich für meine Klebeflasche. Mal gucken, was mir noch einfällt, was ich machen könnte, weil das echt sehr viel Spaß macht. Gerade so mit diesen Anhängerchen, ne? Also für mein Handy habe ich ja wirklich nur ganz normal Perlen aufgezogen. Ist ja nicht viel Arbeit, ne? Ja, ansonsten ja, habe ich wieder so eine Erkältungsstimme hier, ne? Weiß auch nicht, warum wir hier alle so erkältet sind. Vielleicht sind wir durch die ganzen Lockdowns unser Immunsystem total schwach. Ich weiß gar nicht, dass ich so oft krank war, kann ich mich früher nicht erinnern. Oder ist es vielleicht auch das Alter? Ich weiß nicht. Aber es ist jetzt auch kein Grund, irgendwie sich krank zu melden, sondern man fühlt sich einfach nur nicht so fit, ne? Ja. So. Ich glaube, dass ich gleich sowieso Pause drücken werde, um ein paar mehr Perlen zu holen, denn ich habe mir, glaube ich, zu wenig vorbereitet. Und das ist mir dann doch alles ein bisschen zu blau. Ich hole mir noch ein paar weiße Perlen noch dazu gleich. Aber noch habe ich diese eine kleine blaue da, die ich auf jeden Fall noch mit anhängen möchte. Ja. Und ja, ich finde, es sieht echt schön aus. Vielleicht hast du auch mal Lust, das nachzubasteln, wenn du gerade so auch so ein paar Spaltringe da hast und so. Oh, war ja. So, genau, jetzt habe ich mir ein paar mehr Perlen gemacht. So. Genau, wieder drei weiße und noch eine silberne dazu geholt. Die silbernen, die sind auch von Action, also diese kleinen silbernen auf jeden Fall. Es gab immer so eine Box, so eine runde, und da gab es ja so Sternchen, längliche Perlen, diese runden Perlen und noch irgendwas. Ja, und das gab es in Silber, in Roségold und in Gold. Und ich habe natürlich alle drei gekauft. Nein, doch, alle drei habe ich gekauft, ja. Ja, und auf jeden Fall kann ich jetzt auch mal ein bisschen die silbernen Perlen benutzen, denn die anderen Sachen verwende ich dann so für Schickerkarten, habe ich auch schon verwendet. Die Sternchen irgendwie nicht so. Warum eigentlich? Muss ich noch machen? Ja, genau. Und davon sind die Perlen. Ja, ansonsten kann man natürlich auch vieles unabhängig von AliExpress und Co. bestellen, kaufen. Ich glaube nur nicht, dass ich Spaltringe irgendwie, ehrlich gesagt, irgendwo gesehen habe bei Woolworth, Kick und Co., ne? Aber sowas wie Perlen und da kann man sich auch bei Action und bei Woolworth schön eindecken. Die haben auch echt schöne Dinge. Ich muss mich da auch mal zusammenreißen, denn ich neige dazu, mal so die kindlichen Sachen toll zu finden. Ja, und wann soll ich denn die benutzen, ne? Die kann ich auch mit keinem Armband mehr machen. Im Büro mich hinsetzen, zwischen meinen erwachsenen Kollegen. Ja, da fühle ich mich auch manchmal ganz oft wie ein Kind. Die sind alle mal so strange und so streng und so straight auch. Ja, naja, muss man durch. So. Ja, da fummel ich ein bisschen rum. Also die eine Zange, die ich jetzt rechts halte, die ist hier irgendwo in Deutschland in einem Bauhaus gekauft worden. Die ist hat wirklich eine gute Qualität, hält auch gut. Und die andere ist von AliExpress, die fühlt sich auch schon so komisch an. Ich finde auch, dass ich da nicht so den guten Halt habe. Ich glaube, ich muss dann einfach nochmal zum Bauhaus gehen und schauen, dass ich so eine kleinere Zange mir nochmal kaufe. Weil mit der hier, die ich rechts halte, mit der ist das einfach nur super. Und die andere ist so lala. Ja, aber so oft mache ich das ja nicht, deswegen war das jetzt nicht so nötig, aber in letzter Zeit immer häufiger. Und dann muss man gucken, wenn ich meinem Bauhaus mal vorbeifahre, dass ich da mal reinschaue. Denn wenn ich bei Amazon gucke, dann sehen die für mich genauso aus wie die von AliExpress. Und da ich ja schon eine von AliExpress habe, dachte ich mir so, nee. Das brauche ich dann jetzt auch nicht. So, ich glaube, jetzt kommt noch die letzte Perle, ne? Die eine silberne. Und dann bin ich auch, glaube ich, mit meinem Gebamsel fertig. Und ich gucke mir das doch jetzt an. Ich hätte irgendwie gerne noch ein paar mehr von diesen Charms gehabt, weil ich habe jetzt nur das Herzchen, aber da sind die anderen ziemlich groß. Das ist für meine, okay, die Flasche ist schon groß, aber trotzdem war mir das irgendwie zu viel. Genau, also so reicht mir das jetzt erstmal. Ich mache auf jeden Fall noch eine für meine kleine Mini-Mi-Flasche, also ein kleineres natürlich Gebamsel. Und ja, vielleicht hast du das ja schon längst gemacht oder vielleicht denkst du so, ey cool, das geht ja voll easy, mache ich auch nach. Würde mich freuen über Feedback und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bis dahin, ciao.